Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines Mastering City hier bei Heisenberg Zockt. So, die Schlote rauchen oder wie das heißt und das Städtchen wächst und jetzt, wir haben da ein bisschen Nachfrage. Jetzt würde ich gerne, wie ich es gesagt habe, hier hinten ein bisschen bauen. Sprich, dass hier vielleicht auch mal noch ein paar, ja, von sich aus gewachsene Hochhäuser stehen und nicht nur von uns platzierte. Also, machen wir mal. Da müssen wir gucken wegen Wässerchen. Und dann würde ich sagen, wir werden hier irgendwie dann auch noch ein paar so, ja, Feriendinger hinstellen oder schöne Villen, damit das ein bisschen nach was aussieht. Reicht das schon? Ja, plus minus schon. Die wohnen hier gut, gleich neben dem Polizeihauptquartier. Gut, hier Wohnungen. Jetzt gucken wegen Wasser. Ja, da lag ich richtig. Das hier sind übrigens die Heizungsrohre vom Snowfall DLC. Da gab es noch eine Frage, warum hier kein Schnee liegt, wenn ich das Snowfall DLC aktiviert habe. Das wusste ich zuerst auch nicht. Das greift nur, wenn man entsprechende Maps startet. Also da muss man eine Map starten, die halt eben Schnee hat. Dann hat man auch den Schnee. Und sonst hat man einfach die ganzen anderen Sachen vom Snowfall DLC, nämlich eben Tram und was war noch? Genau, die Heizungsrohre. Und was sehe ich hier? Moment, jetzt. Ich sehe doch hier. Hier war doch gerade da. Eine Schiene, die fehlt. Aha. Habe ich hier irgendwas gekappt und dann nicht hingemacht wieder? Guck mal einer an. Ja, dann greifen wir mal zum Thema Schiene. Einmal ändern. Wo war das? War das hier? Nein, das war nicht hier. Beziehungsweise Gefälle zu starten. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Wo haben wir denn die Schienen? Nicht beim Ändern. Doch, eigentlich beim Ändern. Also, wieder zurück. Das ist keine... Das hier ist doch eigentlich so eine Schiene. Das geht nicht. Gefälle zu steil. Ach, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Das ging nicht. Okay, alles klar. Das werden wir hier aber jetzt rückgängig machen. Das geht nämlich. Das habe ich völlig verdattelt. Das geht nicht mit Rechtsklick. Wir sind hier nicht bei anderen Spielen. Da habt ihr absolut recht. Sondern indem ich die Straße eben ohne Gleis nochmal update. Da haut es uns gleich den ganzen Bereich zusammen. Das möchte ich dann doch nicht. Machen wir es ein bisschen kleiner. Haut uns auch alles zusammen. Aha. Wenn wir die kleinste Straße nehmen, dann geht's. Also machen wir das. Zack. Und schon ist das Gleis weg. Und es passt wieder. Da mussten wir ja außen rum mit den Gleisen. Weil es eben hier nicht hoch geht. Das ist zu steil offensichtlich. Gut, halt. Ich möchte nicht aus dem Spiel raus. Ich weiß nicht warum. Wir brauchen Gewerbe. Oh, was wir aber jetzt zuerst brauchen, ist hier nochmal eine Vergrößerung des Stadtteils. Sonst bauen sie hier wieder so einen Käse zusammen. Also, da machen wir mal ein Riesenteil draus. Wie heißt eigentlich dieser Stadtteil? Hightower Area. Okay, das trifft ziemlich gut. Machen wir hier mal noch. Gut, das müsste jetzt reichen, würde ich sagen. Jetzt hier unten, eben, dass wir irgendwie sowas in der Richtung hier da hinten nochmal platzieren. Was mir hier nicht gefällt, ist, dass hier unten nichts ist. Eben, da hätte ich gerne Strand. Aber, ja, wie kriegen wir hier Strand hin? Das ist halt das Problem. Ich kann das irgendwie nicht umfärben. Das geht leider nicht. Bei Transportfieber hätten wir diesen magischen Pinsel. Da könnte man kurz rüberwischen. Dann hätte man es. Aber ja, hätte, hätte, hätte. Wir haben es halt nicht. Also, Häuser. Die bauen hier schon mal schön fleißig. Wir gucken mal. Das ist ja auch bei den Ploppelbild-Teilen. Was haben wir eigentlich hier? Auch interessant. Das ist sicher Öl, das ist hier sicher Erz. Da taucht aber nichts auf. Sind das die Ploppable-Gebäude in diesem Bereich wahrscheinlich? Also das ist ja eine Mod, dieses Ploppable-Dingens. Oder eine Mod, die wie viele weitere Mods integriert hat, sagen wir es mal so. Wahrscheinlich ist das tatsächlich so, dass diese Gebäude hier einfach halt fehlen. Können wir dich hier hinstellen, wenn ich dich hier noch drehe? Geht nicht mit drehen. Da brauchen wir tatsächlich eine Straße. Die sind mir auch zu klein. Ich hätte die gerne so wirklich direkt an der Küste. Finde ich, sehen die eigentlich relativ gut aus. So, zum Beispiel hier und hier. Die kosten zwar ein bisschen, aber mein Gott. Okay. Und jetzt vielleicht eine Straße hier runter. Aber nicht irgendwie eine Monsterstraße. Und auch nicht korrigieren. Sondern irgendwie so eine kleine. Kommen wir hier überhaupt lang? Das geht so nicht. Wie kommen wir hier runter? Das geht auch nicht. Irgendwie müssen wir hier runterkommen. Sonst müssen wir es halt von hier oben her machen. Dass wir hier halt eine Einbahn. Nicht Einbahn. Eine Sackgasse machen. Oh, da kommen wir nicht mal. Kommen wir nicht mal unten durch. Sehe ich das richtig? Sind wir da zu wenig hoch bei der Brücke? Oh, Moment. Da war eine Stelle. Da ging's. Zack. Okay, gekauft. Und dann eben hier rauf. Mal gucken, irgendwie
so hier entlang, damit wir da eben auch noch bauen können. Und dann hier rein. Dann gibt es hier noch irgendwie eine Querstraße hier rauf. Das ist ja keine Querstraße, sondern irgendwie, das sieht aus wie so ein geometrisches Konstrukt. Aber okay. Haben wir eine Nachfrage? Ja, nach Gewerbe. Warum nicht hier auch ein paar hohe Gewerbegebäude hinstellen? Vielleicht nicht gleich direkt an den Fluss. Aber hierhin hätte ich gerne welche. Dann können die Leute, die hier bauen, hier wunderbar einkaufen gehen. Bauen wir sonst gerade noch irgendwo Gewerbe? Wenn wir mal hier ein bisschen gucken, haben wir vielleicht noch freie Bereiche. Ja, hier unten. Hier können wir auch noch einen Riegel durchziehen. So, da haben wir dann eher wieder die Wohnungen, aber hier noch mal ein bisschen. Das wird jetzt das hier noch nicht befriedigen. Deswegen gehe ich mal gucken, ob wir nicht irgendwo, zum Beispiel hier oben, genau. Wo haben wir noch freie Bereiche? Bereits eingezeichnet, aber noch nicht gebaut. Das hier wäre wieder, nee, das ist eigentlich ideal. So als Puffer. Da zur Industrie für die Wohnungen. Das lassen wir auch mal so. Ich nehme mal an, Wasser haben sie. Jawohl, das ist genau in dem Bereich drin, wo das kein Problem ist. Haben wir eigentlich grundsätzlich. Ja, okay, Wasserverbrauch. Also langsam, aber sicher werden wir dann mal wieder was hinstellen müssen. Jetzt habe ich wieder. Jetzt habe ich wieder das Problem. Ich weiß nicht, ob die Clearfire Wasser spenden. Ich glaube eben nicht, sondern wie haben wir das denn sonst gelöst? Die Pumpe hier, die ist ja weg. Also irgendwie müssen wir ja zu Wasser kommen. Wie haben wir das denn gelöst? Ach, immer dieses Wechseln zwischen verschiedenen Spielen und dann weiß man nicht mehr, wie was ging, was man schon gemacht hat. Irgendwie, ah, hier unten haben wir die Pumpen. Und die beiden reichen? Naja, machen wir mal nochmal welche. Dass wir so ein bisschen auf Vorrat was haben. Wasseraufbereitungsanlage. Haben wir so ein Teil auch irgendwo? Wahrscheinlich nicht. Wenn man hier mal guckt. Ah, nee, das sind auch Pumpen. Okay, mitten hier bei den Wohnungen. Aber das erklärt dann auch, dass das reicht. Oder warum das reicht. Wir machen mal noch so ein Teil hier hin. Was machst du? Krach und Schmutz? Nee, nur Krach. So, hier unten hin. Okay, zack, gekauft. Jetzt brauchen wir hier aber wahrscheinlich noch einen Anschluss, würde ich mal meinen. Zack, bestens, passt. Das hier ist auch angeschlossen. Dann kannst du hier unten ein bisschen Krach machen. Das sollte niemanden groß stören. Wir werden hier, ja, Büros oder Gewerbe hinstellen. So, ich mache mal nochmal schneller. Jetzt, wir können auch mal gucken, wegen der Eisenbahn möchte ich eigentlich nochmal schauen. Die geht ja von, jetzt, das wird auch wieder schwierig rauszufinden. Welches ist hier, Kollege, Eisenbahn? Die geht irgendwie hier oben rüber. Ne, hier ist Industrie. Bist du Eisenbahn? Ja, definitiv bist du Eisenbahn. Okay, die geht hier runter. Ah ja, genau, und dann hier durch. Da war der TGW und dann hier in diesen Bahnhof rein. Wir haben hier noch so viele freie Gleise, da können wir noch so viel machen. Aber wohin mit der Eisenbahn? Das ist halt ein bisschen die Frage. Oder dass wir es so machen, dass wir hier zumindest mal noch eine Busverbindung zum Bahnhof schaffen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Jetzt müsste ich wieder die Busverbindungen wissen, beziehungsweise wo verkehren die Busse, wo haben wir die Linien? U-Bahn, Zug, Schiff. Wo ist denn hier? Da ist der Bus. Was ist das hier? Monorail. Aha, genau. Und die Seilbahn. Das haben wir eigentlich alles schon. Busse. Wo fahren hier Busse lang? Das hier ist wahrscheinlich die Straßenbahn, nehme ich mal an. Und dieses blaue, genau, das ist die Straßenbahn, die fährt hier durch. Die Skyline durch sozusagen. Und hier außen sind die Busse unterwegs. Genau, das sieht man hier. Gut. Wenn wir jetzt hier eine einzelne, die irgendwie hier rauf geht und hier wieder runter, das wäre doch noch eine Möglichkeit. Dann hätten wir diesen Bereich hier auch mit dabei. Inklusive dem Bahnhof. Gut, machen wir. Also, neue Busverbindung. Wäre dann mal von hier. Irgendwie hier rauf. Hier halten wir auch mal, denn hier wird noch was entstehen. Auch wenn im Moment da noch nichts entstanden ist. Das brauche ich nicht. Und hier haben wir schon eine Buslinie. Wo könnten wir da lang, wo wir noch keine haben? Wir sind hier eigentlich relativ gut eingedeckt, würde ich mal sagen. Dann bringt das gar nicht so viel, wenn wir hier weitergehen. Wisst ihr was, dann machen wir das anders. Wir haben jetzt zwar die Linie schon, das können wir nachher weitermachen. Wir bauen hier eine Straße runter. Mit Gras. Aha. Wir brauchen aber keine Einbahnstraße. Wir brauchen eine breite. Nee. Eigentlich brauchen wir auch keine breite Straße. Wir machen das so mit der normalen, halt hier vorne, normalen Bäumchenstraße. Dass wir hier der Grenze entlang von dieser Kachel noch eine Straße bauen.
Das möchte unbedingt hier so krumm sein. Das können wir gar nicht machen. Zumindest nicht so. Da sind ja die Gleise. Wenn, dann müssen wir das so machen. Dass wir so nach vorne gehen und da rein. Okay. Hier am Bahnhof vorbei. Das funktioniert dann prächtig. Und dann hier vorne rein. Und dann können wir ja nach hier hinten auch noch mit den Bussen. Wobei, da fahren, glaube ich, auch schon Busse lang. Sehe ich das richtig? Haben wir hier eine Busverbindung? Nein. Gut, dann haben wir gleich eine Busverbindung. Dann machen wir das nämlich so. Also, aha, da haben wir noch jemanden, der möchte noch Wasser. Duscht sich einfach besser, selbst wenn man am Meer wohnt. So, und dann wäre das jetzt auch verbunden. Hier oben machen wir auch noch was hin. Was wir haben, das haben wir. So, und jetzt können wir eigentlich die Buslinie weiterführen. So, nicht neue Linie hinzufügen. Nein, Haltestelle zum Verlegen müsste das sein. Wo möchtest du lang? Jetzt klappt's. Nee, das ist irgendwie... Ist das die gleiche Linie? Was machst du denn jetzt hier, das Spiel? Wo möchtest du denn lang? Das muss aber auch genau gleich blau sein wie die andere Linie. So, hier um die Kurve rum. Jetzt haben wir's. Da müssen wir hier aber noch nicht anhalten. Da würde ich hier oben mal. Dann gehen wir hier lang. Halten hier mal noch. Im Prinzip bauen wir die Strecke jetzt rückwärts, weil wir auf der falschen Seite sind. Wenn man es genau nimmt, das macht ja aber auch nichts. Wo lang? Ne, wir sind auf der richtigen Seite. Was erzähle ich denn? Der Pfeil zeigt ja in die richtige Richtung. Also, hier unten noch. Und jetzt wieder den ganzen Spaß zurück. Da hinten können sie drehen. Machen wir hier noch einen Halt. Machen wir das mal so, statt dass wir eine zweite Linie machen. Fahren wir einfach entsprechend diesen Weg zurück. Wo ist der weitere Haltepunkt? Ja, Linie unfertigen. Man muss es ja schon erst auch mal einzeichnen, liebes Spiel. So schnell sind wir dann doch nicht. Wir sind nicht von der Feuerwehr. So, hier runter. Und hier die Linie abschließen, dann geht es da außen rum. Das ist perfekt. Eigentlich ging es ja primär darum, hier diesen Bahnhof noch ein bisschen besser anzubinden. Haben wir jetzt hier lang, haben wir jetzt aber nichts gemacht. Sehe ich das richtig? Moment, wo war meine Buslinie? Hier unten haben wir jetzt nichts. Sollen wir hier noch ein bisschen weiter, außen rum. Wenn ich das hier nochmal schnappe. Das geht nicht. Das ist die falsche Richtung. Und hier haben wir keinen Haltepunkt. Okay. Jetzt fahren sie außen rum. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Keine Ahnung. Ich habe einfach mal geklickt. Und schon haben wir genau das, was ich wollte. Kann das Spiel Gedanken lesen? Ne, irgendeinen Grund muss es haben. Aber wisst ihr was, wir machen hier zu. Jetzt fährt der Bus hier durch. Das ist perfekt. Aber eben den Bahnhof irgendwie noch ein bisschen besser nutzen. Der Zug fährt jetzt hier lang. Hier rüber. Das war jetzt aber echt interessant. Sachen gibt's. Der fährt hier durch. Fährt hier rauf. Hier über Land. Hält hier oben. Ja, eigentlich sind wir gut eingedeckt, was den Zugang geht. Das tut gar nicht Not, dass wir hier im Moment noch was machen. Ist fast ein bisschen schade. Ich würde gerne noch eine weitere Zuglinie machen. Aber da müssen wir zuerst das Städtchen noch ein bisschen ausbauen. Wir sind hier auf Hyperspace. Wir gehen mal wieder runter. Denn wir haben wieder Nachfrage. Das heißt, wir können hier an der Küste noch ein bisschen weiter basteln. Da müssen wir dann hier unten mal noch mal gucken, dass wir ein paar Müllwagen installieren. Irgendwo hier hinten vielleicht nochmal eine Müllkippe machen oder sowas. Ich guck mal ganz schnell. Oder ein super Recycling Center. Das hat keine Verschmutzung, nur ein bisschen Krach wird da produziert. Wenn wir dich irgendwie hier hinstellen. Ein bisschen weg vom Schuss, zumindest im Moment noch. Dann schickst du ja auch Müllwagen raus. Jawohl, 50 Einheiten, also 50 Wagen. Und die können sich um diesen Bereich hier kümmern. Man sieht schon, jetzt ist das schon weg, obwohl nicht mal großen Müllwagen vorbeikam. Zumindest nicht hier von der neu gebauten Dingens da. Ja, Wohnungen machen wir. So, hier dicht besiedelt, gerne. Halt, falsch, das war nicht die Wohnung. Mir fällt auf, immer wenn ich einmal klicke, dann ändert sich das da nicht. So, einmal, jetzt hat sich's geändert. Man muss nur schimpfen, dann geht das auch. So, hier rauf. Und dann müssten wir das eigentlich soweit schon wieder haben, würde ich sagen. Wir brauchen auch den Rest noch. Gut. Wasser. Ja, bestens. Passt. Dann können sie hier siedeln. Aber unsere Hightower Area. Ja, die ist hier fertig. Das heißt, die ziehen wir hier auch noch lang. Dass wir hier eben auch wirklich Hightower Area haben. Und hier unten machen wir auch mal noch.
So, das ist zwar, glaube ich, dünn besiedelt, also da werden wir keine High Tower haben, Hochhäuser. Das macht aber nichts. Gut, hier wird schon gebaut, das könnt ihr gleich wieder abreißen, das ist der falsche Stil. Wir brauchen hier sowas in der Richtung, irgendwas, was hier zu diesen hohen Häusern passt. Hier könnte man eigentlich auch mal, wisst ihr was, wir gehen mal ganz kurz hier spazieren. Oh Gott, Moment. Ich möchte mal gucken, wie der Bahnhof so wirkt und wie die Gegend so wirkt. Hier waren wir nämlich noch nie unterwegs. Sagen wir mal hier rauf, machen wir mal. Da hinten sieht man sogar das Empire State Building. Das ist aber relativ weit weg, das wissen wir. Oh, hat aber schon was. Wie hier dann einfach, ja, im Prinzip ein neuer Stadtteil wächst. Und der, ja, sieht einfach auch wieder nur noch cool aus. Das ist schon sensationell, dieses Spiel. So, hier, das ist die Feuerwehr. Wo haben wir denn den Bahnhof? Hier hinten. Aha. Cities Railway. Sehr schön. Kommt hier gerade ein Zug? Wir könnten ja mal in den Bahnhof rein. Geht das? Oh, ja, da kommt nicht nur ein Zug, da kommt sogar der ICE, wenn wir mal zu Besuch sind. Und da hinten geht es aber doch ordentlich hoch. Ich würde mal sagen, das ist doch eher ungewöhnlich gebaut. Aber ja, ihr wisst ja, ich baue gerne ungewöhnlich. Ich mag nicht, wenn etwas einfach ganz normal aussieht. Das soll ruhig ein bisschen speziell aussehen. Gut, führt uns halt wieder hier zum Bahnhof. Aber wir bräuchten vielleicht dann eher mal noch eine neue Kachel. Und hier haben wir nochmal ein Gleis. Moment, das ging ja hier eben auch nicht. Genau, da hatten wir das gleiche Problem wie da hinten. Das hier ist die Straße, die zum Fährhafen gehört. Deswegen geht hier kein Gleis hin. Wir sind aber schon mal hier runtergefahren. Werden wir auch mal noch ändern. Jetzt muss ich gucken, ob ich das vernünftig ändern kann. Eigentlich ja. Mit Bäumchen geht da das Haus kaputt. Oh, das geht sowieso kaputt. Naja gut, damit müssen wir leben. Dafür haben wir dann das Dingens da nicht mehr. Eingezeichnet ist es ja. Wenn ich hier schnell gucke. Jawohl, passt. Gut, da könnt ihr hier wieder frisch bauen. Das ist ja auch schön. Hier unten haben wir da... Oh. Da haben wir doch ein altes Problem. Guck mal einer an. Jetzt fließt das Wasser hier ein bisschen merkwürdig, wenn man sich das so ansieht. Das ist irgendwie schon... Hä? Muss das so? Na, ich weiß nicht. Sollen wir hier... Vielleicht könnte man hier auch noch einen Damm langziehen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ich habe einfach Angst, dass hier die Hälfte von diesen Gebäuden dann wieder flöten geht. Haben wir hier schon was eingezeichnet? Nein, hier noch nicht. Hier wollten wir ja eigentlich Wohnungen haben. Das ist aber dann eher was, was wir besser ohne Keller bauen. Sonst haben wir da einen überfluteten Keller. Das, da fällt mir ein... Mein Gott, als ich irgendwie 5, 6 war, da hatten wir so ein kleines Häuschen hier in der Nachbargemeinde. War relativ schön, so wie ich das in Erinnerung hatte. Das Problem war einfach, es war nah am See. Ja, und immer wenn ein bisschen Wasser vom Himmel kam, dann stand der ganze Keller unter Wasser. Das Schöne war, dass ich dann da Gummiboot fuhr. Das weiß ich tatsächlich noch. Da war ich 5, 6. Also das ist schon Ewigkeiten her. Aber sowas merkt man sich. Das können die hier dann auch. Oh, da ist sogar die Brücke eigentlich unter Wasser. Das, nee, doch nicht. Die ist nicht unter Wasser. Das Zeichen kam von hier unten. Und die stehen ja erhöht. Das ist also kein Problem. Ich meine, der Weg hier, der ist eigentlich perfekt. Wenn wir hier mal in den Ego-Modus gehen. Gluck, 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 gluck. Ich wollte eigentlich hier rauf. Wenn man ein Boot hat, dann kann man das hier perfekt zu Wasser lassen. Da muss man nur hier hinfahren. Jetzt ist das Wasser aber irgendwie weg. War das nicht gerade eben noch höher? Sag mal, Wasser, was machst du hier für Kapriolen? Wir gehen nochmal raus. Ja, jetzt kommt's wieder. Ihr wisst, was ich meine. Man hätte hier, ja, einen guten Bootseinlass. Aber hier oben machen wir jetzt mal noch ein paar Wohnungen. Und zwar so und so. Dass sie da schön bauen können. Und hier eigentlich auch. Aber nur mal bis hierhin. Sonst haben wir da tatsächlich ein Problem. Diesen Bereich hier unten, den lassen wir. Man sieht, das führt hier sonst direkt ins Wasser rein. Jetzt müssen wir mal noch gucken, ob wir hier die Straße vielleicht noch weiterführen können. Wir können. Dann ist einfach das Gebäude da weg. Ja, das wird nicht anders gehen. Oder wir gehen hier... Oh, das wäre doch auch was. Guck mal. Das ist doch eigentlich auch eine Idee, dass wir hier so eine Brücke machen. Die führt uns dann irgendwie hier nach hinten. Oder wo führt uns die hin? Hier rein? Bringt nichts. Wir können nicht bauen. Aber hier muss ich sagen, das würde eigentlich relativ cool aussehen, dass wir hier einfach so eine Kurve machen. Bauen wir mal. Und hier wieder aufs Land ziehen.
Und somit haben wir dann hier eigentlich einen neuen Teil erschlossen, den wir wieder bebauen können. Das ist dann halt auch eine Sackgasse natürlich. Und hier gehen wir auch noch raus. Gut, hier oben, da müssen wir dann gucken. Haben wir hier eine Nachfrage? Hier könnten wir eigentlich auch noch ein bisschen... Nee, da möchte ich Wohnungen haben. Wir machen Wohnungen, obwohl wir keine Nachfrage haben. Einfach mal auf Vorrat. Okay, ist doch eigentlich eine schöne Gegend. Wässerchen habt ihr nicht überall. Das ändern wir noch schnell. Komme ich hier nicht rein? Doch, passt. Gut, wir haben Nachfrage nach Industrie. Wo wollte ich denn noch Industrie hinhängen? Hier oben haben wir eigentlich nicht mehr viel Platz. Wenn wir hier mal schauen, wegen Naturrohstoffen. Ja, das Öl ist wohl weg. Das lassen wir jetzt aber für den Moment trotzdem mal noch. Hier unten hätten wir nochmal Erz, da könnten wir sicher was machen. Aber bevor wir jetzt hier was Neues aufreißen, erstmal hier hinten gucken, denn hier wollten wir ja auch noch Industrie machen. Oder wir machen hier vorne halt ein paar Büros. Hier, das wäre doch auch was. Oder diesen Riegel hier, den machen wir mal mit Büros. Da machen wir keine generische Industrie hin, sondern das gibt jetzt hier einen Bürobereich, der dann gezählt wird als Industriebereich. So, mal bis hier hin. Das Quadrat, da hätte ich auch noch gerne. Dann sollte das hier runtergehen. Und jetzt Gewerbe haben wir tatsächlich auch wieder eine leichte Nachfrage. Vielleicht hier noch. Denn da unten haben wir ja noch irgendwie dieses Super-Recycling-Teil mit den Müllwagen. Das heißt, da möchte man nicht zwingend wohnen, wenn es nicht unbedingt sein muss. So, passt. Kreuzungen und Verkehr können wir mal wieder zumachen hier. Nochmal Wässerchen gucken. Passt perfekt. Wir machen hier auf Vorrat mal noch hier eine Röhre hin. Und machen hier noch eine lang. Moment, geht nicht. Dann machen wir dich hier runter. Einfach, dass wir den ganzen Bereich abgedeckt haben. Eben, wir könnten, ich glaube, eine Kachel hätten wir noch offen. Da müssten wir uns mal überlegen, welche wir machen. Da möchte ich aber halt nichts machen, bevor wir nicht irgendwie hier ein bisschen mehr gebaut haben. Wir haben hier noch so viel freien Bereich. Und was habt ihr hier für ein Problem? Wo ist das denn? Moment, das müsste irgendwie ein Polizeiproblem sein. Kriminalitätsrate ist zu hoch. Leute, ihr habt hier unten... Ne, das ist ein Krematorium. Wo haben wir denn die Polizei? Hier. Ihr habt vor der Haustür ein Polizeihauptquartier. Was könnt ihr denn für ein Problem haben mit der Kriminalitätsrate? Müssen wir hier nochmal zuschlagen und ein bisschen für Sicherheit sorgen. Headquarter. Das Gefängnis haben wir auch schon gebaut. Wir machen mal eine Polizeiwache hin, eine relativ kleine. Wo hast du Platz? Machen wir gleich mal hier hin. Dann ist es in der Nähe von diesen zwei Türmen. Ist halt doch eher klein, das Ganze. Hier mal gucken. Wo habe ich dich jetzt hingestellt? Miet, das ist nicht. Das muss man... Oh, hier. Oh, ist doch aber schön. Das ist richtig cool. Das passt ja auch perfekt hin. Zwischen all diese Hochhäuser, so die alte Polizeiwache, die stand halt schon ja vor 100 Jahren hier. Und dann haben sie die Stadt außenrum entwickelt. Und deswegen, hui, sieht das jetzt halt so aus. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Ich würde sagen, mit diesem schönen Bild, das uns in Sicherheit wiegt, sagen wir mal Tschüss. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bye, bye. Tschüss.